wenn ich mich nicht irre, dann sind es wirklich nur noch ein paar Meter bis zur nächsten Treppe. Zwar einfach nur noch hier hoch. Und das ging jetzt doch fixer, als ich dachte. Ich weiß nicht, ob da unten auch noch eine Wache war auf der Ebene, wo wir gerade eben waren, aber wenn ja, habe ich einen sehr günstigen Moment abgepasst. Laurel! Ja, die liebe Laurel. Ich speichere auch nochmal so ab. Schaden kann es nicht. Ihr seht übrigens auch schon 23 Uhr und ich bin heute schon relativ früh aufgestanden, deswegen. Aber das hält mich noch wach hier. Trotzdem ist die Sache noch nicht gegessen. Ihr seht, es ist immer noch grünlich. Das heißt, wir können immer noch entdeckt werden. Wir müssen aufpassen. Nach wie vor. Wissen wir jetzt auch schon, wo der hingeht. Das ist ganz gut. Das machen wir uns zunutze. Da ist er. Finde ich übrigens auch sehr schön gemacht. Auch farblich hebt sich das echt schön ab. Hier finde ich auch noch einer rum. Das, was wir übrigens hören, sind ihre Schrittgeräusche. Man sieht sogar, und was ich auch richtig cool finde, ist, dass man ihren Schatten so sieht. Das macht echt schön was her. So, alles klar. Oh no, you can't leave, can you? I know why. This place remembers you now. You've been here too long. There's only one way to leave the cradle. You have to trick it. I'll help you. First you have to enter the past as your real self. There's a cage in the storm cellar. You have to go inside it and close the door. Then you'll enter the cradle's memories as your real self. But you can't let the staff find you. If they catch you this time, you'll be dead forever. Wunderschön. Ja. Und als ich das erste Mal mitgekriegt habe, deine Let's Play, dachte ich auch, ihr fiesen Säcke. Ihr fiesen Säcke. Wir waren jetzt so lange hier, dass sich die Wiege an uns erinnert. Das Gute ist jetzt hier an dieser Stelle erstmal noch für die nächsten paar Meter. Wir sind in der äußeren Wiege, das heißt, wir werden wieder nicht gesehen, weil hier keiner ist, der uns sehen könnte. Und wenn einer da gewesen wäre, haben wir den eigentlich geplättet. Und ich möchte jetzt gleich mal eben was versuchen, wenn ich mich denn... Da gab es nämlich auch, glaube ich, einen kleinen Trick hier oder eine kleine Vereinfachung. Und zwar... Wenn ich jetzt den Raum finde... Genau, das war nämlich falsch. Hier müssen wir hin. Kann man hier, glaube ich, eine Haftmine hinlegen. Ich speichere vorher mal ab, falls das nichts wird.
So, jetzt gehen wir mal rein. Yes, that's it. You're really here in the past. This is a different time. Just before the end. You look like yourself now, and the cradle can see you. If the staff find you, they'll kill you. There's one last thing you have to do. Go to the top of the staff tower. There's an open window up there. You have to jump out. Then the cradle will think you killed yourself, but you won't really die. You'll just be outside where it can't see you. I'll be waiting for you. Ja. Und das lade ich nochmal neu, denn das ist wohl ganz in die Hose gegangen. Ich hatte nämlich Erinnerung, dass hier nämlich einer herläuft und den könnte man austricksen, aber scheinbar tut er das nicht. Denn diesmal, wie ihr seht, haben wir auch unsere Waffen wieder. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tja, Pustekuchen war das. Mein Plan. Machen wir halt ohne Mine. Hätte mich aber auch gewundert, wenn das wohl geklappt hätte ohne weiteres, aber gut. Oh, oh, oh. Leck, leck, leck. Ich hoffe, das klärt sich jetzt gleich wieder. This is a different time, just before the end. You look like yourself now, and the cradle... If the staff find you, they'll kill you. There's one last thing you have to do. Go to the top of the staff tower. There's an open window up there. You have to jump out. Then the cradle will think you killed yourself, but you won't really die. You'll just be outside where it can't see you. I'll be waiting for you. Mhm, also wieder aufpassen. So. Der Personalturm. Wir wissen jetzt, wo der ist. Weit ist es auch nicht weg. Okay, unterhalten sich wieder. Wow, 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 wow. Und ja. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt vielleicht nicht in dieser Folge, aber vielleicht in der nächsten Folge abgeschlossen kriegen. Überlegen, wo wir hin müssen. Hier kamen wir übrigens rein, genau. Ach, hier müssen wir hin, genau. Hier müssen wir, glaube ich, her. Oder nicht? Hier gerade so ein paar Frame Drops, ist jetzt nicht so prickelnd. Moment, wo bin ich jetzt gerade hergekommen? Miss Arthur, ja. Von der haben wir auch schon im Säuglingsturm vorhin was gehört. Ich glaube, wir müssen hier hoch.
sage ich jetzt einfach ganz entschlossen, obwohl ich es überhaupt nicht bin, aber wir müssen, glaube ich, hier hoch und da gab es dann den Zugang zum Personalturm auf dieser Ebene. Blitzbomben sind hier, glaube ich, auch so die beste Waffe, denn nach wie vor möchte ich keinen umbringen, was ich hier jetzt theoretisch gesehen wieder könnte. Aber, da ist eine. Oh, was hat er denn hier für Frame Drops gerade? Das gibt's ja gar nicht. Tut mir leid, warum das hier gerade so eventuell leckt hinterher. Vielleicht tut's das auch nicht, weil es wieder ein bisschen ausgeglichen wird. Uns verloren. Was ganz schön ist. Wie ging es denn jetzt zum Personalturm? Hier irgendwo, glaube ich. Der kann nicht weit weg sein. Moment, ich bin doch auch einfach auch dämlich. Zum Personalturm, Lobby Sturmkiller. Beim Sturmkiller direkt dahin vorbei, ja. Ach, hier hätte ich hergemusst wahrscheinlich, ne? Hier sind wir richtig. Leute, es tut mir leid, dass das gerade so leckt, aber... Und der ist jetzt auch übrigens hier offen. Da konnten wir vorher gar nicht hoch. Das sieht ganz danach aus, als ob wir noch eine letzte Folge in der Sherwood-Schwiege verbringen werden. Bis denn!